Ja, das ist ganz lustig mit dem Roman Frankenstein, dass man erstmal muss man ja ziemlich viele Missverständnisse oder mussten wir zumindest ziemlich viele Missverständnisse aus dem Weg räumen oder so Vorurteile darüber, weil man denkt zum Beispiel automatisch, ah ja, Frankenstein ist das Monster. Nein, Frankenstein ist ja Viktor Frankenstein, der das Monster erschafft. Und so, das gibt so ganz viele Fallen, in die man rennt mit dem Stoff und genau, das ist die erste und dann wissen halt viele nicht, dass das von einer ganz jungen Frau geschrieben ist zum Beispiel und das ist eigentlich auch ein sehr weitschweifiger Roman mit sehr viel Landschaftsbeschreibung eigentlich auch ist und so. Also es ist nicht so dieses kompakte Horrormoment nur, sondern wirklich eine epische Betrachtung fast irgendwie überstrecken. Das hat mich jetzt ziemlich überrascht, als ich jetzt den Roman mir nochmal vorgenommen habe. Ja, und dann kommt er so ein bisschen unbedarft manchmal daher. Aber in der Beschäftigung damit fällt einem auf, wie viele wichtige oder interessante Themen er streift. Nämlich natürlich das Monster, das Fremde. Was ist das, wovor wir Angst haben, wovor wir davonlaufen möchten? Irgendwie, wenn man da mal anfängt, sich diese Fragen selber zu stellen, so was ist denn das eigentlich bei mir und was ist eigentlich im Innersten das, was mich gruselt? So. Das ist ganz interessant, das mal durchzuspielen. Ja, dann dieses ganze Wissenschaftsthema in dem Roman, was darf Wissenschaft und was nicht. Irgendwie, wir haben zum Beispiel viel darüber geredet, so die Erfindung der Atombombe. Ja, klar, wurde erfunden, weil es geht, weil es auch spannend ist, aber was macht man dann hinterher damit? Und dann sind diese Dinge in der Welt und man muss damit umgehen und man kann es nicht einfach ignorieren, dass es sie gibt, sondern man muss eine Haltung dazu finden. Und ja, das ist so das zweite große Thema, was ich besonders spannend daran finde. Das sind seine ganzen Viktors Urängste, die oder die Seiten an sich, die er nicht so wie nicht wahrhaben will, das Darke oder irgendwie dieses, was einem irgendwie, ja, also wir haben einen Mensch, der möchte eine bestimmte Person in dieser Gesellschaft sein und irgendwie funktionieren und gut sein und gottgläubig oder was auch immer. Und dann gibt es diese ganze andere Seite, diese verdrängte Seite. Und das kann man wahrscheinlich als das Monster bezeichnen. Also deswegen so das Monster als Teil von Viktor Frankenstein. Ja, wir hatten Lust, mal auszuprobieren, was das macht, wenn man sozusagen die Rollengrenzen verschwimmen lässt, indem man die Rollen so ein bisschen durchwechselt und eine Rolle über eine gewisse Strecke spielt und sie dann an den anderen weitergibt, dass wir drei wie so ein, also wir nennen es jetzt immer so Homo sapiens, so wie eine Grundfigur sind. Ein Wesen, ein Mensch, der in diese Rollen springt, weil, und das kam daher, und deswegen haben wir auch Mary Shelley sozusagen als Figur dazu erfunden, weil wir haben uns gefragt, okay, warum schreibt eine 19-jährige Frau so eine Geschichte? Und man kann, wenn man mit diesen Vorzeichen auf die Geschichte guckt, das so lesen, dass sie sich quasi, es ist ja wahrscheinlich bei jedem Autor so, aber auf die Figuren eigentlich wie verteilt. Also Teile von, dass die Figuren wie Teile von ihrer Persönlichkeit eigentlich auch sind. Oder zum Beispiel schreibt sie eine männliche Hauptfigur. Also man kann auch aus Quellentexten irgendwie rauslesen, dass sie natürlich auch gerne eine weibliche Hauptfigur geschrieben hätte, das aber einfach nicht der Konvention der Zeit entsprach, eine weibliche Wissenschaftlerin dann vielleicht. Naja, aus diesem Gedanken heraus fanden wir es interessant zu gucken, was macht das, wenn man sozusagen diese, von Mary Shelley ausgehend, diese Figuren so wie aufspaltet. Und da lag dann der Gedanke nahe, dass eigentlich alle alles spielen könnten und eben auch genderübergreifend so, was natürlich immer spannend ist irgendwie jetzt. Dieser Perspektivwechsel. So, also wir mussten auch feststellen, dass wir immer wieder festgefahrene Rollenbilder auch dann überprüfen mussten, so, die immer noch irgendwie in einem drin sind. Genau, also Mary Shelley ist so ein bisschen von diesen
Dreierkonstellationen ausgeschlossen, weil die spiele nur ich alleine, was einfach damit zu tun hat, dass sie keine von diesen Romanfiguren ist, sondern dass wir uns wünschen, dass sie wie eine Vermittlerin ist von der Bühne runter zum Zuschauer und andersrum. Also dass man sozusagen durch ihre Augen ein bisschen verschiedene Sachen sehen kann. Und ja, wir fanden es einfach spannend, irgendwie so kann man so eine Autorin von vor 250 Jahren so wie wiederbeleben. Also eigentlich der Frankenstein-Vorgang, so kann man die noch mal, kann man die, das, den toten Menschen noch mal zum Leben bringen, so, ja. Ja, also erstmal hat Mary Shelley eine schon sehr interessante Biografie, weil sie irgendwie, sie ist die Tochter einer großen Frauenrechtlerin gewesen, die bei ihrer Geburt starb und war dadurch schon früh mit Tod konfrontiert und hat eigentlich von ihren Eltern so eine relativ freie Lebensart vorgelebt bekommen, aber in dem Moment, wo sie, glaube ich, 17-jährig sich in Shirley verliebt, der noch verheiratet ist und mit ihm abhaut, ist das auch dann wieder alles wurscht und sie sind schwupps am Rand der Gesellschaft, weil sie gegen die Konvention verstoßen haben. Und dann kriegt sie in diesem Zeitraum von 19 bis 23, glaube ich, irgendwie 4 Kinder, von denen 3 sterben, schreibt mit 18, 19 irgendwie diesen Riesenroman, den sie anonym veröffentlicht und erst nach, glaube ich, 12, 13 Jahren irgendwie ihren eigentlichen Namen darunter setzt. Das, man muss sich das einfach nochmal klar machen, dass die Zeiten waren ja nicht so wie heute irgendwie. Das war dann schon ungewöhnlich, eine schreibende Frau. Und eben, ich habe es ja vorhin schon mal kurz beschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich durchaus auch gewünscht hätte, ein weibliches Alter Ego dahin zu setzen, so, was einfach aber irgendwie nicht, vielleicht nicht funktioniert hätte. Und auch in der Beschäftigung mit dem Roman fragt man sich, also gerade weil wir jetzt auch die Gender so durchtauschen, fragt man sich also ganz oft so, okay, wer ist das wirklich, Mann und Frau oder das Monster? Ist das ein Mann und will der eine Frau oder will der einfach, geht es einfach generell um das Wesen als Gegenüber? Sind Geschlechter so wichtig in dem Moment, so welches jetzt genau? Also das ist sehr interessant, was da passiert und ich glaube, dass das auf jeden Fall dem Stoff eingeschrieben ist.